So, moin Leute und willkommen zu einer neuen Episode Unranked to Challenger. Wir sind Diamond 3 92 LP und momentan stehen wir 9 zu 6. 9 zu 6 stehen wir, weil ich habe, glaube ich, zwei Games nicht gezeigt. Werde in Zukunft jetzt auch nicht jedes Game zeigen. Nur die Games, wo ich halt denke, es lohnt sich. Gut, wir spielen Jace King, daraus ein Matchup, das euch wahrscheinlich sehr, sehr interessiert. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, Jungs. Bewerten nicht vergessen und let's go. Es ist halt schwierig, weil normalerweise möchte man ja den Range-Vorteil gegen Darius ausnutzen, aber wenn du halt für den Outstack gehst und er gleichzeitig zu dir läuft, während du für den Outstack gehst, dann kann er dich mit der E treffen. Das heißt, wir müssen immer für den Outstack gehen, wenn er für CS geht. Oder ihn halt mit der Q poken. Oh Gott. Ja, war gut. Wir wollen nicht, dass die Wave den Tower hittet. Deswegen haben wir die jetzt so ein bisschen nach unten gedragt. Lol. Das hat er gut gespielt, der Darius. Nice. Daraus hat noch keins. Wir möchten nicht unbedingt unser Mana hier für die Wave benutzen. Ein bisschen Mana zurückbekommen. Unsere W-Pässe. Daraus hat noch Flash, also lohnt sich dann nicht wirklich vorzuflashen. Machen wir einfach die Wave rein, holen uns Towerplate-Ding. Daraus CP sollte noch nicht ab sein. Ich glaube, wir können noch eine Wave pushen und ein Towerplate-Ding holen. Ihr merkt, ich spiele viel slower als die Tage davor. Ich habe gemerkt, dass ich einfach alles überstürze. Und versuche jetzt lieber ein bisschen sicherer zu spielen und mehr controlled. Fuck, man. Erste Mal, dass er seine Hook auf uns kriegt. Ich hoffe auch das letzte Mal. War aber trotzdem nicht bad. Wir haben Ocean Rake und das. Noch Cookies. Na, ist noch mehr Damage auf Daraus. Daraus hat aber TP, der könnte also basen. Und, TP benutzen. Deswegen gehen wir jetzt. Oh. Okay, gehen wir Instant Base, Daraus hat TP. Wir möchten unsere TP eigentlich für Botlane usen. Machen wir jetzt auch gleich. Schade. Thank you.
Oh, Bruder. Was machst du, Mann? Wow, Morgana, das ist einfach überlebt. Och, boy, oh boy. No! No, ich bin tot. Ich hab Morgana nicht erwartet. Ich dachte, Morgana muss Botlane. Scheiße, ich dachte nicht, dass sie einfach direkt swappen. Alter, 700 Gold Shutdown auf Ezreal und Terrell. Oh, Bummer. Ja, das ist voll los. Machen echt die Nash. LOL! Oh mein Gott. Holy shit, diese Lucky Ulti, man. Boah, das war echt so hart zu machen. Oh mein Gott, der Katos. Holy shit, hat gerade das Game gecarried einfach. Sind alle mit drin? Bin halt nicht da, Jungs. Ich glaube, die gewinnen. Doch. Ja, Rumble hat komplett solo gemacht in der Fight, glaube ich. Ey, der Nash ist so dumm. Ich hoffe, die können nicht defenden. Shaco da aus Morgana. Darf mich jetzt hier nicht von Shaco matchen lassen. Ich hab einfach einen Auto-Attack abgebrochen, Mann. Ich hab einen fucking Auto-Attack abgebrochen! Wie dieser Drecks-Jace weh! Fuck, Digga! Fuck, ich hätte mutieren sollen. Scheiße. Nice, aber mein Team gewinnt. Perfekt. Stop.
bessere. Wow. Du bist Racker, Alter. Ist aber super easy mit der W Jace eine Autodeck abzubrechen. Die ist voll komisch, die W. Bevor die startet, macht die noch so einen komischen. So ein Auto-Attack, der nicht durchgeht, und dann fängt das schnelle Auto-Attacken an. Das ist voll komisch bei JSW. So, willkommen aus dem ersten Game. Wir sind jetzt in der Diamond 2 Promo mit dem Jace Game. Das Jace Game hätte ich auf alle Fälle besser spielen können, mit Late Game wieder geintet. Habe ich echt Probleme mit, aber ich versuche das auf alle Fälle in den nächsten Games zu fixen, dass wir auch mit Late Game gut spielen. Auf alle Fälle spielen wir Vladimir gegen Ken. Roompage seht ihr, und ich wünsche euch viel Spaß, Jungs. Ja, der Pull reicht schon. Grace muss man eigentlich eh nicht hart pullen. Weil wenn man, desto länger man pullt, desto mehr HP verliert er halt. Weil er kann halt den Red alleine sehr gut kiten. So, den CS missen wir leider. Aber wir lassen Ken pushen. Sind halt noch Level 1 leider. Aber wir move als erstes. Sehr gut. Wir kennen das Toplane, wir moven back Toplane. Bin einfach gemutet, dass Ken nicht als erstes da ist und da irgendwas machen kann. Okay, wir beide hitten gleich Level 6. Wenn Ken Botlane TP'd, mache ich das auch. Fuck, Mann. Shit, Digga. Okay, ich hätte nicht TP'en sollen. Hat nicht viel gebracht. Wir haben noch cool. Die Top Wave sieht aber sehr, sehr gut für mich aus, also. Jetzt verpissen wir uns, gehen wir resetten. Das ist Ken-TP. No. Okay, passt schon. Und trotzdem einen Kill bekommen. Ich hätte da nicht W machen sollen. Warum mache ich da W? Ich komme ja eher mit dem Auto-Attack ran oder Q als mit einer W. Okay, Kha'Zix ist slow. No. Scheiß drauf, wir haben Nash. Ja, das hätte ich, ja, ich hätte die Kaiser-W einfach dodgen müssen, dann wäre ich dann nicht gestorben. Aber, ja, wir haben Kha'Zix davon abgehalten, dass er zum Nash moved, also ist alles okay. Ich habe überlegt, ob ich meinen Pink hier reinpacke, aber den save ich mir lieber für Topside. Ach man, ey, jedes Mal das gleiche mit mir. Immer die gleiche Scheiße. Ich glaube nicht, dass. Oh, der hat ult, nice. Lol. Lol. Holy shit, Akali macht solo. Mein Gott, immer mit. Vom Mid bis Late Game mache ich dann immer diese dummen Fehler, wo ich mich catchen lasse. Ich muss damit irgendwie aufhören. God fucking damn it, man. God fucking damn it.
sich unbedingt verpissen, Mann. Kommt jetzt eine Armee. Kommt jetzt rüber. Ich hab kein TP leider. Nice, Mann. Azul Damage. Lol. Okay, K6 Flash. Ah, nice. GG. Oh. Wieder Lane clean as fuck gespielt. Early bis Mid-Game wirklich clean. Cleaner geht's nicht. Und dann Mental Boom. Krass. Einfach krass. Daniel, du bist einfach dumm. Du bist einfach dumm, Daniel.